Sonntagabend. Es ist wieder Zeit für Carmageddon. Und diesmal werde ich das hier spielen. Moment. Ich möchte mein Auto noch wechseln. Ich möchte wieder den guten alten Igel. Und dann können wir loslegen. Das war ja letztes Mal nicht wirklich erfolgreich hier. Deswegen versuchen wir jetzt mal auf der Strecke ein paar Punkte zu sammeln. Oh, das war die, glaube ich, mit der geilen Abfahrt. Mit der zerstörten Brücke. Ja, schauen wir mal. Ja, genau, die Abfahrt. Wo wir es schön abkürzen konnten. Mal, dass wir ein paar Punkte zusammenkriegen und Level 8 erreichen. Das wäre nämlich das Beste. Aber warten wir mal ab, was sich in der halben Stunde so ergibt. Der gute Looping. Jetzt geht die Musik auch wieder voll ab. So, Rennen startet. Erstmal ein paar Kühe platt machen hier. Was ist denn hier schon wieder los? Erstmal hier außen rumfahren. Jetzt weiß ich nämlich noch, dass das der sichere Weg ist. Bevor ich mir wieder ein Auto zertrümmere, wegen der blöden Brücke. Oh, ich hab Turbo. So, wieder unten rumfahren. Da sind nämlich noch ein paar Kühe. Oh, den habe ich vollkommen erwischt. So, komm her. Jetzt kommt gleich nämlich die tolle Abkürzung. Aber ich glaube, die erste Runde fahre ich noch hier oben rum. Einfach weil wir ein paar Kühe mitnehmen können. Baller, baller. So, sieht noch alles gut aus. Bisschen um die Kurve driften. Mieser Sack. So, dann da runter und wieder auf eine normale Fahrbahn. Guck mal da, eine Ziege. Oder war es ein Schaf? Es hat gemäht. Was haben wir denn eigentlich jetzt gekriegt hier? Keine Ahnung.
langsam hier runter. Wir wollen ja noch ein paar Kühe mitnehmen. Allerdings wollen die Kühe nicht, dass wir sie mitnehmen. Dann nehmen wir halt Menschen mit. Oh, halt, 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 meine Abfahrt, meine Abfahrt, meine Abfahrt. Sehr schön. Die wichtigste Abfahrt hier. Damit wir ja nicht runterfallen. Schauen wir mal, was nach der ersten Runde so übrig ist. War doch schon noch ein bisschen. ...10.000 Punkte, kann sich schon mal sehen lassen. Würde ich mal so spontan sagen. Oh, da hatten wir einen kleinen Ruckler. Ah, zum Glück läuft das Spiel noch. Ich bin eine Kuh. Schreit schon, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe. Checkpoint. So, kommen hier rum. Ein bisschen driften, ein bisschen driften, ein bisschen driften. Nice. Schön um die Kurve gekommen. Jetzt haben wir hier noch die Kuh mit. Und hier vielleicht noch den Mensch. Ich bin ein Bacon-Schneider. Ich liebe Bacon. Bacon for the win. Ja, ich gebe es zu. Ich bin ein Fleischesser. Und ich kann damit leben. So, guck mal da. Okay, der wollte nicht. So, nach unten. Da haben wir noch eine mitgenommen. Da noch eine, da noch eine. Hier noch eine. Für ein paar Pünktchen sorgen. Das sorgt jetzt vielleicht nicht so gut für Pünktchen, aber man kann ja auch mal einen Zwischenstopp einlegen. Damit wir die Abfahrt kriegen. Also ich liebe das Klassikkammer irgendwie mehr wie alles andere. Ich finde das einfach schöner, hier die Strecken einfach zu fahren. So, guck mal hier. Was haben wir denn hier noch rumlaufen? Schäfchen. Checkpoint. Mal Checkpoint. Und jetzt kommt gleich wieder Looping. Ein Hündchen haben wir auch noch mitgenommen. Kann man aber machen. Warum auch nicht? Oh, eine Kuh. Ich finde irgendwie noch so vor sich kreuzende Kuhschilder. Mach du mal hier deine Sachen. Ich fahr mal hier weiter. Also Punkte sammeln wir hier auf jeden Fall schon mal sehr gut. 25.000. Das bringt's auf dem Punktekonto. Dürften wir bald Level 8 erreichen. So, nächster Checkpoint. Das hätte jetzt natürlich sein müssen. Aber davon lasse ich mich nicht stören. Ich fahre hier gemütlich weiter. So, noch jemand. Keine Ahnung. In der Badehose umgebracht. 28.000. Das ist stattlich. Oh, die habe ich verfehlt. Man kann nicht alles haben.
Auch wenn ich immer alles will. Oh. Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Wir machen das so wie immer. Safety first. So viel zu Safety first. Hat zwar 2000 Punkte gekostet, aber die fallen wir wieder rein. Turbo. Turbo! Und ab in den Looping. Oh, da war eine rote Kuh. Scheiß Wohnwagen hier, geh mal aus dem Weg. Du bist nicht Teil des Rennens hier. Ich frag mich auch gerade, wo die knapp 600 Fußgänger noch rumstehen. Haben die sich wieder zwischen den Bäumen versteckt? Oh, nehmen wir wieder noch ein bisschen mit. Dann fahren wir schon Richtung Ziel. So wie sich das gehört. Eine Kuh mitgenommen. Und die Punkte waren jetzt auch nicht so schlecht. Schauen wir mal, was unser Punktekonto zeigt. Na doch, ging schon gut. Machen wir gleich nochmal. Da ich im Deathmatch keine Chance habe irgendwie, probiere ich einfach das. Und das noch zwei, dreimal fahren, dann haben wir unsere Nummer 8 offen. Und da bin ich auch mal gespannt, was da dran kommt. Guck mal, nach der Abfahrt können wir sogar rechts nach oben. Weißt du was, das probiere ich jetzt gleich mal. Vielleicht gibt es da ja noch was Geheimes, das wir noch nicht gesehen haben. Wobei, ich glaube, ich probiere das lieber in der zweiten Runde, wenn ich ein bisschen Abstand habe und die meisten Fußgänger umgebracht habe. Ja, wir schauen mal. Ach guck mal, da oben ist sogar ein Schloss, das ist mir auch vorher nicht aufgefallen. Fahr! 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 So, danke, aber ich fahre hier rum. Ich möchte nicht über die Brücke. Mega Turbo.
Wo kommt denn der jetzt schon wieder her? Geh mal weg da. Ich fahr jetzt wieder oben rum, da oben noch ein paar Kühe sind. Den kriege ich ja eingeholt. Der kann von mir aus ruhig abkürzen. Ich will auf jeden Fall noch die Punkte. Die sind mir nämlich gerade ein bisschen wichtiger. Da das nicht mal bis ins Ziel geschafft oder bis zum nächsten Checkpoint, ohne dass wir ihn überholt haben. So, wir fahren ganz gemütlich. Haben ja alle Zeit der Welt hier. Da war die Kuh aber ziemlich schnell. Der Checkpoint. Checkpoint, Checkpoint, Checkpoint. Da war wieder das Schäfchen. Hier wieder langsam um die Kurve. So, und jetzt fahren wir mal da rechts nach oben. Allein, wenn ich wissen will, was da abgeht. Oh, ist natürlich eine Alternative. Jetzt können wir auch mal hier unten rumfahren. Ach du lieber. Das Kuhparadies. Ich sammle hier mal ein paar Pünktchen. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, allzu viele Kühe sind hier jetzt auch nicht mehr. Ach komm. Sollte reichen. Wir stehen jetzt schon bei 22.000 und das erst nach der zweiten Runde oder in der zweiten Runde. Hoppala. Könnten wir probieren, zum Schloss hochzufahren. Ist bestimmt auch ganz lustig. Wo kommt denn der jetzt her? Jum. Darum... Hau die Kuh um. Und hier hoch. Weißt du was? Das probiere ich jetzt dann auch gleich mal. Einfach mal zum Schloss fahren. Warum auch nicht? Wir haben ja hier alle Zeit der Welt. So ziemlich. Da kann man sich das mal erlauben. Checkpoint. Checkpoint! Auf nach oben. Und wieder Richtung Ziel. Mit dem Ziel zum Schloss zu kommen. Ach, die hat eine rosa Schleife am Hintern, habt ihr das gesehen? Ich hab's auch ganz schön verspult.
das reicht mir nicht, um da hochzufahren. Das komische Flugzeug ist mir auf den Fersen. Oder was es auch immer sein soll. Ah, ich glaube, das lasse ich mal lieber. Ich hole lieber hier noch ein paar Pünktchen raus. Oh, hoppala. Aber kein Problem. Sind ja hier gut. Jetzt Spinner-Tour. Ach so. Ein Küchen mitgenommen. Und das Ding ein bisschen ausnutzen hier. Also in dem ganzen Race machen wir wirklich mächtig Punkte. Das finde ich schon mal sehr gut. Eine Kuh mitgenommen. Hoppala. Noch einen Stein mitgenommen, für den es keine Punkte gab. Ich weiß nicht warum. Jetzt fahren wir nochmal hier rein. Da sitzt er. Erstmal alles platt fahren. Naja, fast alles. Ach komm, er langweilt mich. Ich ziehe meine Wege. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Ein Item. Instant-Handbremse. Ja, das braucht man definitiv. Oh. Das wollte ich so machen. Ist nicht so, dass ich mich gerade auf der Karte umgesehen habe. Nein, ich wollte so fahren. Da steht schon gar keine Crew mehr, die man großartig mitnehmen könnte. Erstmal wieder hier lang. Ja, da müssen wir jetzt wohl hier rum raus. Wir sind ja schon in der Final Lap. Ach, weißt du was? Jetzt komm. Jetzt möchte ich doch mal gucken gehen, was hier noch so gibt. Also wie es aussieht, nicht viel. Ich kann in den Tunnel fahren. Wo auch immer der mich hinbringt. Wo bin ich denn jetzt? Okay, ich verstehe. So weit, so gut. Guck mal, da ist noch eine Kuh. Kühe. Überall sind Kühe. Wer kümmert sich um die Kühe? Wow, 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 wow. Ein gerissener Stunt. Guck mal, wir haben jetzt schon mehr Punkte wie in der letzten Runde. Ich finde, das hat sich gelohnt. Zack, zack.
Lass mal wieder ab nach oben. Ein bisschen noch ausreißen nebenbei. Die Kuh verfehlen. Noch ein bisschen ausreißen. Und jetzt sollte ich eigentlich mal hier oben lang fahren. Weil von hier oben kommen wir nämlich auf die Straße, die uns ins Ziel führt. ...47.000, damit kann ich leben. Ja, so viel dazu. So, wie viele Punkte gibt das? Oh, das sieht sehr gut aus. Ich glaube, nächstes Mal knacken wir die 8. Tja, tut mir leid, die Folge ist ein bisschen kürzer, aber noch ein Rennen zieht zu lang raus. Dafür schauen wir mal, was wir nächstes Mal machen. Also, schaltet am Sonntag wieder ein, wenn es heißt Kimmich Carmageddon. Let's race. Bis dahin, haut rein.